Alter, was geht ab, Leute? Hier. Sushi-Event. Die haben mich eingeladen. Kleines Event. 5 Foodblogger. Ich bin einer davon. Und noch so ein paar andere Firmen, Brands, keine Ahnung. Lass mal einen sneaky Blick drauf werfen. Wird gesoffen, Leute. Let's go, Leute. Also vom letzten Event wissen wir, 4 ist mein Limit. Also denken Leute, du hast 2 Drinks. Das Ding ist, guck mal, ich kann das nicht so aufstehen. Man vorne kannst du kein Wein trinken. Ich hab schon getrunken. Nein, das ist ein bisschen so. Schmeckt nach nichts. Vielleicht ein Leute vor 10 drin. Wurde genug für mein All-You-Can-Eat-Video. Das ist gut, gut abgegangen. Das ist echt gut abgegangen. Ha! Aber wir kriegen das hier, Leute. Ist schön hier. Ich war hier schon mal. Digga, die Kamera ist so komisch bei mir, Leute. Seht ihr das? So, wir gönnen uns mal. Sie will es unbedingt ästhetisch machen, Leute. So sieht mein Teller aus. Schaut, Leute, mein Teller. Das sind ihre Teller. Brauchst du meinen hässlichen Teller oder kann ich essen? Nein, ich brauche den. Oh mein Gott. Du aus dem Gym. Und das ist eure der große? Der? Du hast den großen gar nicht, oder hast du dich schon gegessen? Den hat sie nicht, Leute. Das schmeckt gut. Aber wegen Sriracha. Drohnen-Action. Doch, den habe ich schon gegessen. Okay. Hallo, okay. Ist jetzt keiner der. Ich glaube, ich kann das halt für Buffet schon vorbereitet wurde. Aber wir können ja auch von der Karte irgendwas frisch bestellen. Leute, die letzten 3 Videos, damit habe ich kein Geld gemacht, weil irgendwie Musik im Hintergrund lief. Heute wird sich anders sein. Aber boah, tut gut. Ich habe den Alkohol schon gespürt, also tut gut, was im Magen so kommt.
Ich sag alles mit Sriracha, ist doch gut. Und auch Salat. Ha, Runde 2. Den Weg. Es muss alles schön hier sein. Dann noch ein Set vom Menü zum Probieren. Leute, die Kommentare häufen sich, dass der hier abruft. Aber der hier, das hat ja eine Bedeutung dahinter. Eine tiefgründige. Wir sind ja im Timeskip. Wer ist mächtig? Voll viel Dose. Ich mach's ein bisschen klassischer, Leute. Bei Sushi nicht zu viel Soße. Also der linke hat viel zu viel Soße, der rechte ist. Okay. Der linke ist fast schon so wie ein Burger. Mit Burgersoße. Schau, so ist doch in Ordnung. Ich bin schon voll, Leute. Also ich könnte schon mehr auf der Stadt gar nicht. Und noch ein Drink. Du bist ja die andere Kollegin, mit der wir in letzter Zeit viel abchecken. Diese schwache Esserin. Da muss ich viel, viel essen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob du eine starke Esserin bist oder eine schwache Esserin. Du, ja. Mittelmäßig. Wie viel schaffst du hier von? Ja. Der Kampf ist verloren, Leute. Weiter geht's hier. Wir sind hier schon an meinem Limit. Aber ist gut, weil. Bei manchen Mochi-Eis ist die Mitte noch zu gefroren. Kennst du das? Und hier ist schön, das ist echt gut. Leute, schreibt unten in die Kommentare, soll ich mir noch einen Drink holen? Ich sage, ich finde die extrem schmackhaft. Gute Konsistenz. Oh, der ist krass. Der ist lecker. Heute Karamell, Leute. Boah. Matcha. Wie soll nochmal guter Matcha schmecken? Nach Gras oder nicht nach Gras? Leicht nach Gras, aber nicht so stark. Also nicht fischig. Okay, ich hatte noch nie fischig. Aber soll er bitter sein oder nicht bitter? Bitter, aber angenehm bitter. Angenehm bitter, okay. Da habt ihr es gehört. Also zumindest den Drink, den ich hatte, das kann ich nicht schmecken. Zum Beispiel den Sieg-Matcha. Aber den Matcha-Latte, den ich zum Beispiel hatte, der hat einfach nur noch nicht. Der war so schlecht. Ich habe es ein bisschen eilig. Ich muss tatsächlich die Zeit einhalten heute bis 18 Uhr. Ich würde natürlich noch gerne sitzen bleiben.
Nochmal ein kleines Dankeschön für euch. Ihr dürft uns gerne wieder besuchen. Es sind jeweils 20 Euro-Gutscheine. Dass wir auch in der Ultrona-Atmosphäre dann und nicht in der Party-Atmosphäre hier mal genießen können. Auf jeden Fall Dankeschön für alles erstmal schon. Wegen dem Zeitpunkt des Postens. Ja. Ich habe jetzt mit den anderen ausgemacht, ich würde mir bis Sonntag so ungefähr einen Plan überlegen. Wir wollen es so über ein paar Wochen hinstrecken mit Kollaborationen. Ihr braucht ja eh alle eure Zeit auch, um das Ganze zu bearbeiten. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Mach ein Bild und in 5 Minuten und braucht 30, um zu bearbeiten. Genau, also du kannst mir entweder schicken deine Vorstellungen, weil du sagst, ja, du, ich brauche ein bisschen Zeit, wenn ich gerade ausgelastet bin, mal frühestens 2 Wochen können wir das machen. Bei mir ist es spannend. Ich weiß, du bist da recht auf Zack, vielleicht schon nächste Woche dann oder so, dass wir die erste Collab dann mit dir machen. Okay. Genau, wie gesagt, wenn du eine Idee hast, schreib mir das einfach auf den Sushi-Tomo-Kanal und ansonsten würde ich dann den Plan bis Sonntag soweit aufarbeiten und das schickst dir halt. Also wie gesagt, bloß, dass da vorher halt nichts rausgeht oder so. Ja, aber Story und so von heute ist egal, das ist jetzt gut. Was denn? Stories. Ja, Story könnte eigentlich schon, ja. Es geht dann wirklich nur um die Collab dann auch. Okay. Genau. Zumindest hatten wir so abgesprochen, die Story von heute. Ja, aber wir haben ja angekündigt auch auf der Story. Ich denke schon, dass das in Ordnung ist. Hau auf jeden Fall raus. Das war schon vorbei. Kommen tut ja eh keiner mehr dann. Ist eh schon vorbei. Gell? Okay. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal dann wieder. Immer wieder gerne. Okay. Sushi Event Baby. Kuss geht raus an Sushi Tomo für die Einladung. Die haben mir auch Gutscheine mitgegeben. 40 Euro, echt stark, echt. Vielen Dank. Verlose ich vielleicht, aber das ist dann was für Instagram. Für euch auf YouTube gibt's leider nichts. Eine Sache, die mich aber leider stört, sonst waren sie super. Im Nachhinein wurde halt abgesprochen, wann wer von diesen ganzen Influencern das Video hochlädt, das Reel und worauf sie sich gerne fokussieren würden oder worauf wir uns fokussieren sollten. Und das ist halt das Menü von denen und nicht das Event. Schön wäre es, das im Vorfeld zu wissen, während man dreht oder bevor man anfängt zu drehen. Weil ich habe ja was ganz anderes gedreht. Aber okay, ich schau mal, was ich da zaubern kann. Ich habe schon aus einigen schlechteren Sachen was rausgezaubert. Also, ey, check das Short später ab. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Sub, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok, meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Minis. Serious Business und ciao.